Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier bei dieser Preview von den neuen deutschen Zerstörern kurz reinseht. Diese deutschen Zerstörer werden am 22. mit Patch 0.5.16 erscheinen und da könnt ihr dann auch direkt Hand anlegen. Das, was ihr jetzt seht, ist alles final, bis auf den Tier 10er. Der bekommt noch eine etwas kleine Änderung, der wird noch etwas verbessert, aber ansonsten sind die Schiffe alle schon final. Ja, dann schauen wir einfach mal in den Tech Tree rein. Geht bei Tier 2 los. Um da hinzukommen, müsst ihr die Hermelin spielen zur Dresden und über die Dresden geht es dann zum ersten deutschen Zerstörer V25. Ist dann dieses schöne Schiff und natürlich schauen wir wie immer alle Möglichkeiten an, was man so machen kann, beziehungsweise machen wir es leicht. Wir gehen das einfach mal so ab. Das heißt, ihr seht, es gibt andere Kanonen, einen anderen Rumpf, weitere Torpedos und eine Feuerleitanlage. Das ist immer die Elite-Ausführung, die ihr jetzt seht. Das ist die, die man am liebsten dann haben will zum Spielen. Und ansonsten gehen wir auch auf die Stock-Varianten ein. Man sieht bei der Stock-Variante etwas weniger Schaden und auch etwas weniger Artillerie. Dementsprechend natürlich hier die Elite-Variante deutlich besser. Ladezeit und Dauer für die 180-Grad-Gerät bleiben gleich. Natürlich, das Kaliber verändert sich dementsprechend auch. Die Flugabwehr beim A-Rumpf gar nicht vorhanden, beim B-Rumpf gibt es dann schon, sowie auch die Hitpoints dann deutlich reduziert, nämlich nur noch 6900 Hitpoints. Und bei den Torpedos, da sehen wir, die Reichweite nimmt ab auf 5 Kilometer, der Höchstschaden ist auch mit 9067.533 unter den Elite, also da schon deutlich ein Unterschied. Und die Feuerleitanlage, da kommt er dann lediglich 7,6 Kilometer weit in der Stock-Variante, ansonsten natürlich 8,3. Die Hauptbatterie schauen wir uns hier nochmal minimal genauer an, denn die Brandwahrscheinlichkeit ist immer so ein Faktor, den man ja wissen will. 5% die anfängliche Granatengeschwindigkeit bei beiden Varianten, 715 Meter pro Sekunde. Ja. Dann geht es auch schon weiter mit Tier 3. Übrigens, es gibt hier keine Verbrauchsmaterialien, die ihr anders bauen könnt. Die Verbesserungen sind auch in der Regel typisch zum Tierbereich passend. Hier bei der G101 dann diese Möglichkeiten, die Verbrauchsmaterialien. So wie hier zu sehen, da gibt es nur eine Art der Kanonen. Bei dem B-Rumpf seht ihr, dass der dann dementsprechend natürlich mehr Hitpoints hat. Ansonsten sind es nämlich nur 8300. Ihr könnt es immer rechts auch schön vergleichen mit dem jetzigen Zustand. Natürlich weniger Flachs auch. Also von dem her dementsprechend alles etwas unterschiedlich. Die Torpedos sind langsamer in der Stock-Variante und kommen auch nur 6 Kilometer weit. Der Schaden bleibt allerdings gleich. Und die Feuer Reichweite sind auch nur 8,2 statt 9 Kilometer. Die Hauptbatterie wieder 5% Brandwahrscheinlichkeit und wieder 715 Meter pro Sekunde die Fluggeschwindigkeit. 4 Sekunden Ladezeit habt ihr ja schon gesehen. Tier 4. Auch hier wieder nur die 105 mm Kanonen. Der A-Rumpf 9100 Hitpoints statt 10300. Flachs wieder nicht dann vorhanden. Also da seht ihr schon aber, dass die Flachs definitiv eine der ganz großen Schwächen der Deutschen sind. Also hier kaum was, was dagegen hilft. Ladezeit wird zwar etwas weniger, nämlich 38 Sekunden, aber dafür sind die Torpedos auch langsamer. Das heißt, ihr könnt hier dann überlegen, wollt ihr dann lieber schnell ladende und dafür etwas langsam fließendere Torpedos oder umgekehrt haben. Also sehr, sehr ähnliches Level. Und die Reichweite sind 800 Meter weniger. Die Hauptbatterie hier nochmal zu sehen, 5% Brandwahrscheinlichkeit und wieder 715 Meter pro Sekunde. Tier 5. Folgende Verbesserung könnt ihr einbauen. Folgende Verbrauchsmaterialien sind an Bord. Auch hier wieder 105 mm ist gesetzt. Der A-Rumpf natürlich mal wieder weniger Trefferpunkte, das ist ganz klar. Weniger Flachs, aber dann welche vorhanden. Die Torpedos etwas
geringer von der Geschwindigkeit und etwas geringer von der Reichweite, aber sehr ähnliches Level. Und die Feuerleitanlage kommt dann 9,8 Kilometer statt mit der Elite 10,7. Und die Hauptbatterie wieder die typischen 5% Brandwahrscheinlichkeit, aber mit 780 Meter pro Sekunde etwas schneller schießend. Hier hat dann der erste schon jetzt die hydroakustische Suche, die Ernst Gelde in dem Fall. Motorboost und Nebel bleiben ganz klassisch vorhanden. Und das sind hier die Möglichkeiten, welche ihr verbauen könnt. Hier gibt es dann erstmalig 150 mm, ansonsten gibt es 128 mm. Die laden schneller nach, machen aber weniger Schaden. Der A-Rumpf hat eine etwas minimierte Flugabwehr und etwas schlechtere Manövrierbarkeit. Die Ladezeit seht ihr auch, 62 Knoten Torpedogeschwindigkeit ist etwas weniger und die Torpedoreichweite auch nur 7,5, aber ansonsten der Schaden bleibt gleich, auch die Ladezeit in dem Fall eben die gleiche. Und die Reichweite Elite 10,9, ansonsten 9,9 Kilometer. Und die 150 mm sind dann 835 Meter pro Sekunde schnell und haben 12% Brandwahrscheinlichkeit. Also schon dann da ein erster großer Unterschied. Laberecht Maß. Diese Verbesserungen einbaubar. Hydroakustische Suche. Motorboost und Nebelwerfer natürlich auch vorhanden. Hier allerdings dann wieder nur 128 mm. Der A-Rumpf, weniger Trefferpunkte, weniger Flak, dementsprechend da die Nachteile, aber ihr seht, die Flugabwehr ist nie die große Stärke eben dieser. Höchstschaden ist mit den Stock 700 weniger und auch die Reichweite, die Geschwindigkeit und die Ladezeit bleiben die gleiche. Und 900 Meter sind es weniger als in der Lead-Ausführung, die dann 10,8 hat. Hauptbatterie. 6% Brandwahrscheinlichkeit, also hier wieder der Rückgang von dem vorherigen Schiff. Die Ernst Gelde war da deutlich besser mit ihren 12% und 830 Meter pro Sekunde ist auch ein minimaler Rückgang eben dieser. Bei der Z23 könnt ihr im Prinzip wie bei den Vorgängern immer das gleiche nehmen. Die Verbesserungen nehmen hier natürlich etwas zu bei Tier 8, ganz klar. Und auch hier gibt es wieder 150 mm statt der 128 mm Variante, die zwar auch wieder schneller schießt, aber natürlich wieder weniger Schaden macht. Der Rumpf deutlich verminderte Trefferpunkte und auch deutlich schlechtere Flugabwehr. Die Torpedos minimal langsamer von der Geschwindigkeit und die Reichweite 1 km weniger. Schaden und Ladezeit auch hier wieder gleich. Und 9,9 Kilometer statt 10,8. Die Hauptbatterie mit 150 mm hat dann 12% Brandwahrscheinlichkeit und fliegt 835 Meter pro Sekunde schnell. Tier 9. Die Verbesserungen hier nochmal zu sehen und die Verbrauchsmaterialien auch da wieder nichts Neues in dem Fall mehr. Beim Kaliber geht man hier wieder auf 128 bei der Z46. Wir sehen, dass der A-Rumpf zum B-Rumpf gar nicht großartig unterschiedlich ist. Natürlich die Trefferpunkte, aber ansonsten ist da keine große Änderung zu sehen. Die Torpedos auch hier wieder minimal langsamer und minimal geringere Reichweite. Statt 10 km nämlich dann nur 9,5. Die Reichweite entweder 10 oder 11 km von der Feuerleitanlage. 7% Brandwahrscheinlichkeit, 830 Meter pro Sekunde fliegend. Und jetzt kommen wir schon zum höchsten Schiff, nämlich der Z52. Die ist in der Regel eigentlich fast immer Elite, außer die Torpedos. Da seht ihr, ihr könnt es dann da nochmal etwas erforschen. Die werden dann etwas langsamer und auch von der Reichweite mit 10 km etwas geringer als die weiteren dann mit 69 Knoten Geschwindigkeit oder 10,5 km. Und wie gesagt, da wird es noch eine Verbesserung geben.
bei dem Schiff. Motorboost, alles so wie man es kennt. Die Verbesserungen auch hier Tier 10 typisch. Und die Hauptbatterie hat 7% Brandwahrscheinlichkeit bei 830 Meter pro Sekunde. Ja, das war der Tech Tree. Jetzt einfach mal im Überblick, dass ihr mal so einen kleinen Reingucke haben könnt von den Schiffen, wie sie so aussehen und was sie so können. Natürlich, sobald es dann die erste Möglichkeit gibt, werden sie auch gezeigt, ganz klar. Ihr solltet auch darüber informiert werden, aber jetzt konntet ihr mal so ein bisschen sehen, was da so passiert. Vielen Dank fürs Reinsehen, bis zum nächsten Mal, euer Ekaramba.